Ja, wir bekommen hier ganz viele Anfragen im Willy-Brandt-Haus. Wie sieht es denn aus mit den Wahlversprechen der SPD? Heute Daniel Witzel, der hat uns ganz konkret gefragt, würden Sie denn die Hoteliersteuer bzw. die Mövenpick-Steuer und das Betreuungsgeld, das Sie stark kritisiert haben, auch wieder rückgängig machen, wenn Sie an die Regierung kommen? Ja, das werden wir tun.